Ja, ihr Lieben, hier vorne steht unser Spendenglas, wie jeden Montag sonst auch. Und heute haben wir beschlossen, wir sammeln einmal für die Organisation hier Rettet das Huhn und für Hofbrutenland. Und damit ihr mal einen kleinen Überblick dafür bekommen könnt, was mit eurem Geld dort passieren könnte, habe ich hier so eine schöne Übersicht gefunden von Hofbrutenland. Da heißt es zum Beispiel, dass man für 5 Euro jeden Tag mit Obst, Gemüse und Getreide versorgen kann. 10 Euro decken einen Tag lang die Futterkosten der Katzen und Hunde. 25 Euro, darauf beläuft sich die einmal pro Jahr Klauenpflege für ein Rind beispielsweise. Und die Mädchen hier vom Rettet das Huhn, Steffi und ihre Kollegin, die, sie haben zwar gesagt, dass sie die Hühner oft kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, trotzdem fallen da ja unglaubliche Transportkosten an von Sprit. Und wenn sie sich die Transportfahrzeuge für die Übermittlung da ausleihen müssen, es fallen Tierarztkosten für verletzte und für kranke Tiere an, Werbekosten und Telefonkosten, die erstmal aufgewendet werden müssen, damit die Vermittlung überwinden kann. Und so haben die Mädchen mal umgelegt, die ganzen Kosten pro Huhn, auf jedes Huhn, sodass man quasi ungefähr 1,50 Euro benötigt, um ein Huhn zu retten. So kann man also sagen, für 15 Euro könnte man hier die Mädchen unterstützen, dass 10 weitere Hühner irgendwo glücklich in Freiheit in irgendeinem Garten weiterleben können. 35 Euro würde eine neue Transportbox kosten, die sie regelmäßig brauchen für ihre Transporte der Hühner zu den neuen Besitzern. Davon braucht die Organisation ungefähr noch 30 bis 40 Stück. Für 20 Euro können kranke und verletzte Hühner aus der Bodenhaltung behandelt werden. Und 5 Euro würden die Futterkosten zum Beispiel für einen Pflegehuhn in einem ganzen Monat abdecken. Also wenn ihr ein paar Euro über habt, seid doch so lieb, spendet was für diese tollen Organisationen, weil das Freikaufen der Tiere auch auf Hofbrutenland, damit ist es ja nicht getan. Die Tiere kosten ihr Leben lang jeden Tag Futterkosten, Strom und Wasser und Arbeitsaufwand. Von daher denke ich, ist das eine gute Sache, wenn wir heute dann auch noch ein bisschen diese Leute unterstützen. Da vorne steht das Glas und wir werden nachher einfach den Betrag gerecht auf beide Parteien aufteilen. Die Hühnerretter können das direkt mitnehmen und Germheit wird das Geld an Hofbrutenland weiterleiten. Dankeschön. Also wir haben auch Anmeldungen für Gedichte, die vorgetragen werden wollen. Josi vielleicht? Magst du? Erbarme dich, von Reinhard May. Die Räder rumpeln den Schlagloch zerfeuchten Weg entlang. Die Zugmaschine ächzt tot im zweiten Gang. Der Hänger folgt schlingernden Schlangenlinien. 2 Dutzend Pferde in die Lade, Schlachtvieh ist die Fracht. 4 Nächte und 4 Tage und vielleicht noch eine Nacht. Von Litauen bis hinunter nach Sardinien. 3000 Kilometer liegen vor dem Elendstreck. Durch Kälte, Angst und Hitze auf dem Zugenladedeck, mit groben Seilen lieblos festgebunden. 3000 Kilometer eingepfercht und festgezurrt. Bei jeder Kurve schmerzt der raue Strick, der harte Gurt. Scheuert bei jedem Rucken in den Wunden. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich der Kreatur. Sieh hin und sag nicht, es ist nur Vieh. Sieh hin und erbarme dich. Sie leiden stumm, fast 20 Stunden geht die Reise schon. Die erste Rast in Zerbridowische, der Zollstation. Ein stumpfer Tierarzt stempelt die Papiere. Hör ich die Pferde keines Blickes. Nach 3 Stunden nur treibt man sie wieder auf den Wagen und beginnt die Tortur. Von neuem die für die längst erschöpften Tiere mit Schlägen und Tritten die Laderande hinauf. Und strauchelt eines, stürzt eines und bricht eines hinauf. Dann stoßen sie es mit Elektrostäben wieder und wieder, auch wenn es wieder und wieder fällt. Nur für ein Tier, das überlebt, gibt es am Ende Geld. Und nur ein Tier, das steht, kann überleben. Und weiter, immer weiter ohne Rast, es drängt die Zeit. Die Tiere längst tot erschöpft, der Leidensweg noch weit. Die Fracht verletzt, gemartert und geschunden. Beim Tanken noch ein Eimer Wasser, die letzte Ration. Der letzte Schlagbaum vor dem Schlachthof, die letzte Station. Und rohe Knüppel knallen in offene Wunden. Eine Betonwanne, ein Bolzenschuss, achtlos gesetzt. Ein wildes Aufbäumen im Todeskampf. Und ganz zuletzt dringt aus den Kehlen eine Todesklage. Ein Laut so schaurig, der schon nicht mehr von dieser Welt ist.
in einem Todesstreit, den du dein Leben lang nicht vergisst. Endet in Cagliari, alle Plage. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich der Kreatur, sieh hin und sag nicht, es ist nur Vieh. Sieh hin und erbarme dich, sieh hin und erbarme dich. Hey.